Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance hier bei mir, Tier Pictures Gaming. Und ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit der Audioqualität ist. Ich wollte ein bisschen das Rauschen reduzieren und so mein Mikro mal wieder näher, das Rauschen vor allem in Form der Rechnergeräusche halt reduzieren und das Mikro mal wieder näher an mich ranholen. Deswegen habe ich jetzt mir hier mal meinen Arm umgebaut hier vom Mikro. Ich bin aber immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich hatte zwischendurch sogar überlegt, auf ein anderes Mikrofon zu wechseln. Ich wollte sogar das Rode NT1A nehmen, aber das hat noch größere Spinne und deswegen ist das ein bisschen praktisch, ein bisschen unpraktisch, ein bisschen blöd. Eigentlich bräuchte ich halt wirklich ein Broadcaster-Mikrofon. Das wäre halt tatsächlich ein bisschen praktischer, weil, falls ihr es nicht wisst, Broadcast-Mikrofone sind so rüber. Die gehen so auf einen zu. Und das hier ist ein Großmembranmikrofon, genauso wie das Rode NT1A auch. Die haben eine etwas bessere, also Großmembranmikrofone haben eine bessere Klangqualität. Aber das Problem von Großmembranmikrofonen ist, dass sie, die haben halt hier vorne ihre Fläche. Das Mikrofon ist halt, steht normalerweise so gedacht, dass es so aufrecht steht und dass man es von vorne bespricht. Deshalb muss ich so seitwärts an Dings hier machen. Bei dem Rode wird das sogar gar nicht gehen, bei dem NT1A. Das müsste ich mit der Spinne sogar senkrecht hier vorstellen. Deshalb, das würde noch meinen Platz wegnehmen. Deshalb bleibe ich bei dem SC400. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was verbessern konnte. Ich hoffe auch, dass es mit vielleicht nicht so oft knackt oder so bei mir im Sound. Ich habe da... Ja, fahr ruhig darunter. Ich habe da eben noch versucht, was zu verbessern in der Hinsicht, beziehungsweise vorhin, indem ich einfach mal nochmal die Latenz, beziehungsweise so Latenzgeschichten zu verbessern, das ist es eher. Ich habe mal auf 129 Samples Puffer reduziert. Ja, und das ist jetzt ja unser schönes neues Haus, ne? Ich finde es geil, muss man ja ganz ehrlich sagen. Es ist ziemlich cool, dass wir jetzt hier so ein Haus haben. Ich weiß gar nicht so genau, was wir jetzt dann machen sollen. Also ich meine, wir warten ja eigentlich aktuell so ein bisschen darauf, dass wir dann jetzt die Geschichte hier mit dem Dorf endgültig aus der Welt schaffen können, sozusagen. Dass es einfach für sich so läuft. Und ich denke mal, das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Ich würde halt gerne die Kirche bauen. Oh, da lag jemand. Ich würde gerne die Kirche bauen, das schaffen wir aber erst wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wir müssen ja jetzt erstmal noch ein bisschen Geld hier beschaffen. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Wir erzielen ein gewisses Einkommen, aber es ist zu gering. Oh. So kann das Dorf nicht auf eigenen Beinen stehen. Das Dorf ist jetzt groß genug. Herr Divisch kann mehr Siedler herholen und die geplante Erweiterung in die Tat umsetzen lassen. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Nee, das stimmt. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Verstehe. Ich gebe mir Mühe. Und ich hatte, glaube ich, immer noch das Problem mit dem... Oder hatte ich jemanden, der das Heu jetzt geholt hatte eigentlich? Ich hatte ja das Heu, wisst ihr noch? Ich wollte Heu oder Getreide oder so irgendwie kaufen. In Sasau. Dass man sich das hier alles immer merken muss, ist grässlich. Das ist kein Mikrofongeknacke oder so hier oder Audiotreibergeknacke, ne? Das kommt vom Feuer, hoffe ich. Ja, ich hatte ja bei der letzten Folge mal, das habt ihr gar nicht gesehen, da habe ich mal verschiedene Codex ausprobiert übrigens. Ich nehme jetzt alles nur noch, aufnehmen tue ich alles immer noch gleich, aber... Ich rendere jetzt alles nur noch in 4K, damit es noch ein bisschen besser aussieht. Ihr habt es vielleicht gesehen, bei Kingdom Come Deliverance hat es einen ganz schönen Qualitätssprung tatsächlich gemacht. Nochmal von 1440p, also ich nehme ja immer nur in 1080p auf, aber ich hatte ja schon vor... Also die ganzen vorherigen Folgen hatte ich ja schon immer in 1440p extra gerendert, damit es auf YouTube besser aussieht. Und jetzt bin ich halt noch einen Schritt weiter gegangen. Ich wollte Karte. Kann ich eigentlich bis nach oben noch... Ja, da kann man tatsächlich noch ein ganzes Stück... Ja, jetzt bin ich noch einen Schritt weiter gegangen und habe sogar halt auf 4K aufgerundet sozusagen.
es macht halt irre groß, also ich meine, die Dateien sind halt jetzt irre groß, aber das Ding ist halt, ich finde, es ist einfach so ultra schade, wenn halt ein Spiel so wie das hier halt eigentlich so gut aussieht und auf YouTube halt immer so mies. Also ganz schlimm ist es halt auch bei Little Hope. Little Hope sieht halt auch auf YouTube immer so absolut mies aus. Und das ist, finde ich, so ungeil. Und da muss man ja irgendwie was tun. Und deswegen, also falls ihr nicht wisst, woran es liegt halt, habe ich auch schon öfters erzählt, es liegt halt daran, dass YouTube Videos unterschiedlich kodiert. Und zwar automatisch. Da gibt es halt, wie es bei YouTube für alles einen Algorithmus gibt, gibt es halt eben auch einfach einen Algorithmus, der halt eben sich deine Videos anguckt und guckt so, was ist das für ein Video, was du da gerade hochlädst? YouTube vertraut dir nicht. Das ist halt das Ding. YouTube vertraut dir nicht, dass dein Video im richtigen Codec hochgeladen ist. YouTube möchte natürlich auch Speicherplatz sparen. Das ist auch natürlich ganz logisch. Und dementsprechend haben wir jetzt gerade einen neuen interessanten Ort entdeckt. Auch interessant. Nee, und dementsprechend ist es so, dass YouTube natürlich nicht gewillt ist. Hä? Komischer Bug. Dass YouTube natürlich nicht gewillt ist, eure Videos einfach so auf ihren Server zu lassen, wie ihr sie hochladet. Das heißt, weil es könnte ja mal sein, dass jemand tatsächlich was mit, keine Ahnung, 600 Mbit pro Sekunde oder so hochlädt, also richtig übertriebene Qualität. Das ist ja auch logisch, wäre ich YouTube, würde ich das ja auch nicht auf meinem Server behalten wollen, weil es müllt halt einfach den Server zu. So, wenn jeder in so hoher Qualität hochladen würde, ist ja logisch. Naja, und deswegen scannt bei YouTube ein Algorithmus. Der scannt eure Videos, die ihr hochladet. Und der guckt dann mal, oder beziehungsweise schon beim Hochladen, ist es halt so, du lädst ein Video hoch und es wird geguckt, okay, was ist das für ein Codec, was kann ich daraus machen? So, und dann wird das von YouTube alles einmal konvertiert in einen Codec, der YouTube gefällt und der gut funktioniert mit allen Geräten. Das ist der H.264 Codec, in dem ich ja zum Beispiel auch aufnehme. Ist ja auch ein gängiger Codec und ist auch normalerweise hübsch, sieht gut aus und so. Problem ist aber, wenn man will, dass das richtig, richtig gut aussieht, so wie ich das ja eben auch mache, dann muss man den schon bei 1080p mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde in Codec laufen lassen, weil das sonst bei Computerspielen zu Problemen kommt. Der Haken ist einfach, dass anders als bei realen Videos man sich hier sich viel mehr bewegt, weil sich natürlich dauerhaft die Kamera bewegt in Spielen. Und zudem sind halt eben ganz viele detaillierte Objekte halt im Boden, der Rasen, der sich halt eben bewegt und der halt eben aussehen muss. Beim Spiel, da es halt eben nicht echt ist, achtet man ganz doll darauf, wie gut die Qualität ist und ob es echt aussieht, ob die Grafik gut genug ist. So, das würde man beim Film halt, würde man niemals auf die Idee kommen, so doll darauf zu achten. Und deswegen ist es beim Film scheißegal auch, ob der Rasen halt jetzt nicht 100% aufgelöst ist oder so im Hintergrund. Hier beim Spiel macht es halt immer einen ziemlich krassen Unterschied. Das sind halt so diese Blätterdinger, wenn die Datenrate zu niedrig ist, dann ist halt die Kompression zu hoch, wird da zu stark komprimiert und dann kann das hier nicht mehr richtig zurückgebildet werden. Dann gibt es da Artefakte und man sieht hier immer nur noch so einen Brei in diesen feinen Blätterstrukturen. Das ist also die Blätterstrukturen und Grasstrukturen sind da das Kritischste. Und das ist halt natürlich ein Problem. Das ist so interessant, was hier alles noch so gibt. Und ja, genau, um das halt eben, damit das einigermaßen ordentlich aussieht, muss man schon seine, meiner Meinung nach, seine 30 Mbit pro Sekunde haben. Das will YouTube aber natürlich nicht. YouTube möchte es möglichst klein halten. Deshalb konvertiert YouTube eure Videos in niedrigere Datenraten. Bei 1080p benutzt YouTube, glaube ich, 10 Mbit pro Sekunde. Wenn es keine 60 FPS hat und wenn es 60 FPS hat, dann geht es auf 20 oder 15 Mbit pro Sekunde. Also das ist nicht sehr viel. Das ist halt eine Datenrate, die für Videos völlig okay ist, also für Realfilm.
Das ist halt, das funktioniert auch. Das geht auf Netflix zum Beispiel oder auf Amazon Prime. Da kriegst du den Stream auch nur mit 15 Mbit pro Sekunde. Oder auch Fernsehen. Fernsehen kriegst du auch nur mit 15 Mbit pro Sekunde. Aber das ist halt nicht ganz das Gleiche eben. Bei den Spielen ist das ein größeres Problem mit diesen Details. Und dann ist das halt so, dass man dem ja irgendwie entgegenwirken muss. Dass man jetzt gucken muss, was mache ich, damit YouTube mir nicht mein Video komplett ruiniert. Und eine Variante ist halt eben, eine Variante, die man natürlich machen könnte, die die Qualität verbessern würde, wäre, man nimmt eine absolute Rohdatei und lädt sie hoch, die halt noch gar nicht geschnitten, noch gar nicht komprimiert ist, so richtig. Dann muss YouTube wenigstens nicht was Komprimiertes nochmal komprimieren. Und dadurch erhöht sich natürlich schon mal die Qualität. Das wäre natürlich, das ist natürlich eine ganz gute Idee, ist aber natürlich in der Praxis nicht ganz das Wahre. Das wollte ich nicht. Eine andere Variante ist halt eben, man versucht erstens, sich schon mal an die Upload... Oh, Mann! Geh mal da weg, bitte! Öffnen. Toll, nix drin. Ist das das gleiche Öffnen da und da hier? Ja, okay, schade. Also eine andere Sache, die man halt schon mal machen kann, das mache ich zum Beispiel, man versucht sich so gut wie möglich an die Upload-Vorgaben von YouTube zu halten. Denn es gibt von YouTube ein paar Vorschläge. Wenn man ein Video hochlädt, kann man da ein bisschen weiter, wenn man da ein bisschen weiter in der Hilfe rumforscht, findet man da so Vorschläge, in was für einem Format und was für einem Codec und allem man sein Video bestmöglich hochlädt. Da stehen nämlich auch diese Datenraten drin, die YouTube benutzt. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Ja, das macht auch völlig, also wenn ihr mal Videos hochladen wollt, ordentliche, es macht auch vollkommen Sinn, das zu machen. Da steht zum Beispiel was sehr Interessantes drin, zum Beispiel das mit den Iframes oder Keyframes, je nachdem werden in Programmen unterschiedlich genannt, dass man die zum Beispiel bei der halben FPS-Zahl, also bei 30, auf 30 dann setzen soll. Also jedes 30. Bild ist ein Iframe. Ich sollte umkehren, ehe Herr Ratz, ich glaubt, ich wäre weggelaufen. Und... Das ist zum Beispiel, bei den Iframes geht es darum, das sind halt eben die Bilder, die so komprimiert sind, dass sie wieder rückwandelbar sind. Alle anderen Bilder dazwischen können ohne dieses andere Iframe nicht korrekt wieder zurückgewandelt werden, also nicht wieder dekomprimiert werden. Das heißt, ihr würdet dann nur, wäre das Iframe weg, zu dem ein Bild gehört, dann würdet ihr eigentlich nur einen schwarzen Hintergrund und so ein paar bunte Linien sehen, denn was bei den heutigen effizienten Komprimierungsmethoden, wie zum Beispiel bei H.264 und H.265 angewendet wird, ist die, ich glaube, es ist die DCT, die diskrete Cosinus-Transformation oder so, die damit was zu tun hat, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, was ist jetzt los? Was ist das denn? Warum bin ich denn hier so langsam? Boah, ich will immer da auf die Map gucken. Auf jeden Fall so oder so ist es der Fall, dass das Ganze einfach dazu führt, dass die, dass bei der Kompression immer halt ein Iframe genommen wird. Und dann wird für die nächsten paar Frames, und die werden jetzt eben halt durch diese Länge, zum Beispiel 30, festgelegt, wann halt eben, also die Länge 30 liegt halt fest, nach wie viel Frames halt wieder ein Iframe kommt. Das heißt, wenn das die auf 30 ist, dann sind nach einem Iframe die nächsten 29 Frames alle an dieses Iframe gebunden. Und zwar insofern, dass im Video nur die Differenz vom nächsten Frame zum vorherigen Frame gespeichert wird. Und dadurch wird halt eben ganz viel Speicherplatz gespart. So funktioniert halt die Kompression. Und das wird halt dann wieder zurückgerechnet, wenn das Video abgespielt wird. So, dass ihr halt eben wieder 60 volle Bilder in der Sekunde habt. Und nicht eben immer nur die Differenzen zum vorherigen Bild seht.
Das ist halt sehr effizient und also auch sehr sinnvoll. Kann man sich natürlich drüber streiten. Also klar, es ist halt, hat halt nie die Qualität, wie wenn man halt einen Kompressionsmodus verwenden würde, der halt eben nur mit Iframes arbeitet. Deshalb macht man das beim Schneiden auch. Wenn man also jetzt schneidet, bei Premiere zum Beispiel, wenn ihr ein Video in Premiere ladet, wird das auch automatisch konvertiert. Hey, verpiss dich da! Das ist nichts für deinesgleichen! Wenn ihr ein Video in Premiere reinzieht, zum Beispiel, wird das da auch automatisch konvertiert. Zum Beispiel, und zwar wird das da konvertiert automatisch zum Schneiden in ein MPEG-2-Format mit nur Iframes. Da macht man das so, weil es beim Schneiden natürlich wichtig ist. Du möchtest natürlich bei jedem Frame schneiden können, Frame genau. Und dafür brauchst du halt Frames, die Iframes sind, damit halt eben das letzte Bild dann möglichst wieder ein Iframe ist. Beim Schneiden. Weil sonst kannst du nämlich nicht. Es gibt auch so Programme, die. Das kennt man vielleicht, wenn man beim Satellitenreceiver, mit der aufnahmefähig ist oder vom aufnahmefähigen DVD-Player, wenn man da mal was aufgenommen hat, kennt man das vielleicht. Wenn man da dann die Werbung rausschneiden will, dann hat man immer so Sprünge von ein paar Sekunden. Und kann nicht framegenau schneiden. Das liegt eben daran, dass da der Codec dann eben schon H.264 ist und eben halt nur immer nur zum nächsten Iframe gesprungen werden kann. Jetzt ist nicht die Zeit herumzustromern. Und ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Das sind halt alles so Einstellungen, auch für sowas eben wie die Iframes hat YouTube da Vorschläge und das ist schon mal erstmal auch eine gute Sache, sich daran zu halten, weil das eben dazu führt, dass eventuell YouTube euren Codec sogar beibehält und das nicht so oft, hallo, nicht von YouTube noch, ich verstehe es nicht, und das Ganze halt nicht von YouTube nochmal konvertiert wird. Das ist natürlich alles nur Mutmaßung. Das kann man natürlich nicht genau wissen, ob das dann halt so gelassen wird oder ob es dann trotzdem nochmal konvertiert wird. Man kann es halt nur hoffen, dass wenn man sich daran hält, dass das nicht passiert. Da könnte man natürlich auch versuchen, sich mit den Datenraten dran zu halten, damit das nicht passiert. Aber die Erfahrung hat gezeigt, anscheinend, naja, passiert es halt trotzdem, beziehungsweise reicht halt die Datenrate dann trotzdem nicht aus, damit es hübsch aussieht. Und dafür gibt es halt eben dieses Workaround mit der Auflösung. Denn YouTube möchte natürlich nicht, dass eure Videos richtig grottig aussehen, sondern es soll ja natürlich trotzdem noch schön sein und dementsprechend gönnt euch YouTube natürlich mehr eine höhere Datenrate, wenn ihr eine höhere Auflösung habt, wie zum Beispiel 4K. Und das ist aber natürlich das Ding, dass wenn wir ja gar nicht 4K aufgenommen haben, sondern nur 1080p, dann benötigen wir diese höhere Auflösung von 4K gar nicht. Aber wir haben den Vorteil, wenn wir das Video in 4K rendern, dann wird es optisch auf dem Rechner, wenn man es hier abspielt, nicht wirklich schärfer. Es wird zwar hochskaliert, man sieht vielleicht einen kleinen Unterschied, dass es ein bisschen besser aussieht, aber also wirklich gewinnen tut man nichts, indem man das Video in 4K rendert, wenn es eigentlich nur in 1080p aufgenommen ist. Aber der Punkt ist halt, wenn man es jetzt in 4K bei YouTube hochlädt oder eben auch halt schon in 1440p, dann nimmt YouTube eine höhere Datenrate dafür, für das Video. Und bei 1440p nimmt YouTube dann eben, glaube ich, ungefähr diese 30 oder 40 Mbit pro Sekunde. Bei 4K nimmt YouTube sogar 40 bis 80. Ich glaube, eventuell bei 4K 60 FPS sogar 80 Mbit pro Sekunde. Und das ist natürlich eine echt gute Datenrate. Und genau deswegen mache ich das, dass ich hier das Ganze halt in 4K jetzt immer hochlade. Ich habe es vorher in 1440p gemacht, weil ich nicht so riesen Dateien haben wollte, aber das mir irgendwie immer noch nicht gereicht hat, habe ich mich jetzt irgendwie entschieden, nachdem ich neulich ein Video gesehen hatte mit den angeblich besten YouTube-Einstellungen, wo jemand genau zu diesem gleichen Schluss gekommen war und dann allerdings den Codec H.265 verwendet hat, der noch ein bisschen effizienter ist als H.264. Und der meinte, man sollte für die optimale Qualität halt eben so 100 Mbit pro Sekunde nehmen. Ja, habe ich mich dafür entschieden, das jetzt eben auch mit 4K zu machen. Und er hat halt eben auch festgestellt, dass eben
die Skalierung auf 4K wesentlich mehr bringt, als die Mbit pro Sekunde noch mehr zu erhöhen, weil eben YouTube sich dem nicht anpasst, sondern erst dann, wenn ihr die Auflösung erhöht. Und, genau, deswegen mache ich das jetzt und ich hoffe, es ist euch auch aufgefallen, dass es ein bisschen besser aussieht seit den letzten drei, also es dürfte jetzt die dritte Folge in dieser Qualität sein oder die vierte. Ja, die halt eben jetzt in 4K verfügbar ist und das ist halt, finde ich, einfach, also es ist wirklich ein anderer Schnack, weil es ist jetzt nochmal schöner und ich wollte euch halt jetzt meine aktuellen Einstellungen erzählen, also meine Einstellungen, die ich jetzt benutze, sind hier bei meinem herkömmlichen Rechner, mit dem ich schneide, bei der Workstation, da verwende ich die Einstellung, also da rendere ich jetzt tatsächlich in H265, was der etwas neuere Codec ist als H264, also ist der Nachfolger davon, der halt eben noch wesentlich effizienter ist. Der lässt sich unter diesen Bedingungen mit Hardware-Encoding und so bei Premiere leider maximal auf 60 Mbit pro Sekunde einstellen, macht aber auch dann wenigstens nicht so große Dateien. Und da habe ich halt eben jetzt rumprobiert. Ich hatte den einen Part extra zweimal hochgeladen, den Part 166, den anderen seht ihr nicht, weil der nicht gelistet ist. Den zweiten, ich habe ihn nämlich einmal mit H265 und 60 Mbit pro Sekunde kodiert hochgeladen und ich habe ihn einmal mit H264 und 80 Mbit pro Sekunde kodiert hochgeladen. Und was habe ich festgestellt? Es sah beides auf jeden Fall besser aus und ich konnte so gut wie keinen Unterschied merken. Das heißt also, H265 ist tatsächlich von der Kompressionsrate her gut genug, dass es tatsächlich diesen Unterschied 60 zu 80 Mbit pro Sekunde kompensieren kann im Verhältnis zu H264. Und das fand ich sehr super, denn das heißt, ich kann jetzt mit H265 mit 60 Mbit pro Sekunde aufnehmen. Und auf dem anderen Rechner habe ich jetzt einfach angenommen, parallel auch noch zu rendern, weil das dann einfach schneller geht, sonst komme ich da einfach immer nicht hinterher, die ganzen Videos zu schneiden. Also rendere ich jetzt und schneide ich jetzt auch auf meinem Gaming-Rechner, allerdings mit DaVinci Resolve, weil kein Schwein kann sich zweimal Adobe Creative Cloud leisten. Also schneide ich mit DaVinci Resolve, natürlich mit der kostenlosen Version, die leider kein H265 dabei hat. Deswegen schneide ich da halt eben jetzt mit H264 80 Mbit pro Sekunde und auf der Workstation rendere ich in H265 60 Mbit pro Sekunde und letztendlich sollte das jetzt, nein, ich wollte eigentlich vielleicht mal noch U-Schütze, obwohl, ach, andererseits, hier sind wir lange nicht mehr längs geritten. Ich weiß aber gar nicht so richtig, was ich will. Haben wir irgendwo was? Wir könnten vielleicht einfach nochmal wieder ein bisschen Klötze hier dingsen oder so. Was will er? Achso, das wollte ich noch machen, ja. Bevor es mit dem Wildschwein könnten wir auch versuchen, aber das schaffen wir wahrscheinlich dann wieder nicht. Genau, da ist halt eben kein Unterschied, also kaum Unterschied macht, verwurstel ich das jetzt immer beides und jetzt habt ihr immer dann mal das in H264, mal in H265. Ihr könnt ja mal ausprobieren, ob ihr vielleicht rausfindet oder sehen könnt den Unterschied, wann ich das eine und wann ich das andere benutzt habe, den Codec, aber wahrscheinlich werdet ihr das nicht sehen. Ja, aber bin ich jetzt recht glücklich mit, dass das jetzt so läuft. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drüber und kriegt das mit, dass die Qualität hoffentlich auch aus eurer Sicht wenigstens ein kleines bisschen angestiegen ist. Also wir wollen Wildschweine. Ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. Ich will jetzt hier nichts versprechen. Es kann sein, dass wir doch gleich einfach auf irgendwelche komischen Banditen stoßen. Da ist er für Rehe, ne? Nicht zu lange galoppieren, weil irgendwann wahrscheinlich halt die Wildschweine, irgendwann sind sie so nah dran, dass das schon Wildschweine sein könnten.
vergesse immer, wie das aussieht, aber ich glaube, da wo die Wildschweine sind, da ist das immer so eine kleine Schlammgrube. Da, wo man am besten Wildschweine antreffen kann. Ja. Und dann werdet ihr heute an, ihr heute schaffe ich es nicht mehr. Ihr werdet dann am Freitag tatsächlich auch der Party wird ein bisschen verspätet morgen rauskommen, am Donnerstag. Und ihr werdet am Freitag dann auch endlich den letzten Part Little Hope sehen. Ja, leider Gottes, bei uns war das Spiel abgestürzt am Ende des einen Parts. Und dann war das Savegame kaputt. Und wir mussten eine ganze Szene nochmal spielen, haben uns ganz viel Mühe gegeben, das alles wieder genauso zu spielen, wie wir es vorgespielt hatten, der Bluecube und ich. Und das Problem ist, ja, dreimal haben wir versagt dabei, das Ganze nochmal so zu spielen. Und insgesamt 11-mal, glaube ich, hat das Spiel versagt. Also ich glaube, wir haben es wirklich insgesamt 14-mal nochmal gespielt, die eine Szene. Es war schon echt ein bisschen heftig. Ich habe auch Outtakes davon, die werdet ihr bei Gelegenheit zu Gesicht bekommen. Also dann teilweise auch dann doch schon wieder sehr amüsant. Aber grundsätzlich ist es so, dass es nicht so cool war. Und ja. Ey, kein Ding, ich bin Meisterjäger. Jägermeister, whatever. Was machst du da? Ganz ruhig, weißt du nicht, wer ich bin, Jägermeister. Natürlich, eine verdächtige Person, die in den Wäldern herumstromert, die ich hüte. Aber wie auch ich sehe, nimmst du deine Arbeit ernst. Ich bin Heinrich von Scarlets, Thalmbergs neuer Meisterjäger. Oh. Nun, ich mache nur meine Arbeit. Das ist gut. Doch nun halte mich nicht länger auf, Wildhüter. Natürlich, Jägermeister. Verzeih mir. Schon gut. Genau, aber ich möchte mir mal deine Bude angucken. Man ist wahrscheinlich wieder reichlich unspektakulär wie immer, ne? Jupp. Da schläft der einfach nur so auf dem blanken Boden. Oh Gott. Na gut. Ja, es war schon irgendwie ganz amüsant, aber gleichzeitig war es halt auch richtig stressig und richtig nervig. Vor allem, um dann halt rauszufinden, dass uns wirklich 20 Minuten von dem Spiel noch gefehlt haben, ne? Uns fehlten noch blöde 20 Minuten. Und das war dann jetzt halt wie konnte ich jetzt schon wieder so viel zu weit laufen? Ja, also es war dann halt jetzt letztendlich nur ein Part, aber ihr werdet dann jetzt endlich auch den letzten Part Little Hope kriegen. Genau, ist ja auch dann ganz nett, weil dann kann ich endlich auch hier wieder die Let's Plays ein bisschen ordentlicher auf die Tage verteilen, dass ich dann ein bisschen die ganzen Spiele spiele, wie halt eben Cyberpunk. Und es läuft ja immer noch nebenbei, dem hier Kingdom Deliverance und Metro. Genauso wie aber The Last of Us, was ich auch dringend wieder weiterspielen muss. Und aber eben vorwiegend momentan Cyberpunk und Watch Dogs. Das sind halt eben momentan meine Hauptprojekte, was euch hoffentlich nicht stört. Ich denke mal, dass das momentan die interessantesten Spiele sind, obwohl ich weiß, ja, für euch sind sie möglicherweise nicht mehr so interessant, weil sie schon so viele andere Leute gespielt haben oder ihr sie selber schon gespielt habt. Ich bin immer halt ein bisschen langsam. Ich mache halt immer den Start pünktlich, aber ich spiele dann so lange an den Spielen, dass halt irgendwann immer nichts mehr geht. Ja, und ich bemühe mich. Oh, sorry, das war mein Bauch. Und ich. Gut. Ich dachte schon gerade, das Game Audio wird nicht aufgenommen.
Was ich sagen wollte, war, dass ich mich halt eben aber momentan bemühe, das irgendwie trotzdem hinzukriegen, dass wir eben ein ordentlich was will ich eigentlich reden? Ich bringe mich selbst durcheinander. Also ich mache jetzt erstmal kurz das hier. Sorry, sorry, sorry. Ich weiß nicht, warum ich es heute mal wieder nicht hinkriege. Mit dem Multitasking. Nein, der Punkt ist aber, ich versuche natürlich trotzdem die Spiele jetzt halt so alle hinzukriegen irgendwie. Und es macht mir halt eben trotzdem Spaß, die Let's Plays zu machen, auch wenn sie halt am Ende vielleicht nicht so doll geguckt werden, weil halt eben jeder es schon kennt. Das ist auch bei mir momentan schwierig, weil ich halt echt nicht so viel Zeit habe. Wie ihr seht, halt jetzt mit dem Mikrofon und so, ab und zu kann ich dann auch immer noch auf die Idee, halt irgendwie dran rumzuwerkeln am Setup und so. Ständig dabei irgendwas zu verbessern. Was meistens nicht funktioniert. Im seltensten Falle kriege ich wirklich eine ernsthafte Verbesserung hin. Danke. Ich hoffe, ich habe schon Pfeile. Doch, ich habe. Verarsch mich nicht. Ich habe Pfeile. Ich habe gerade einen. Egal. Wir haben mir gerade einen genommen. Und der wird ja wohl hoffentlich auch funktionieren. Obwohl sich so ein Wildschwein vielleicht sogar gar nicht. Mit den Pfeilen ist halt das Problem, man muss halt so viele in die Reihen jagen, bis die sterben. Da frage ich mich manchmal, ob es nicht einfacher ist, von hinten einfach mit, also sich hier rückwärts zu versuchen anzuschleichen und einmal fett mit einer Axt reinzuhauen. Das ist ja nicht für uns, wir müssen es ja nicht essen. Uns kann das ja egal sein, ob das Fleisch hinterher voll zerstört ist. Wobei sich das ja bei der Axt eigentlich auch in Grenzen hält. Nicht so, als würde ich Schrot reinpumpen. Wo sind denn hier die Wildschweine? Ich bin schon glücklich eigentlich, dass die Wildschweine einen hier nicht angreifen. Ich glaube, wir wurden noch nie von Wildschweinen angegriffen, oder? Nehmen wir doch mal kurz. Ich hör zwar bestimmt im armen Wildhüter, das ist ein bisschen dreist von uns, aber. Die Wildschweine sind ausgeflogen, oder was? Ich muss übrigens auch, trotz dass ich jetzt so viele andere Spiele habe und es eigentlich so ein bisschen aus dem Plan gestrichen habe, muss ich endlich mal wieder American Truck Simulator spielen. Inzwischen ist schon der zweite Truck dazu gekommen. Ich habe es leider total vergessen. Ich finde das so schade. Ich habe es verpasst. Ich hätte es sonst so gehypt. Also ich weiß, ich war immer so glücklich, wenn neue Trucks kommen. Und dann war ich aber gerade dabei, ja eben Euro Truck Simulator zu spielen wieder, als jetzt der Western Star kam. Und dann habe ich den anderen jetzt auch noch voll verpasst. Ich habe verpasst, dass Colorado gekommen ist. Und ich habe auch noch komplett verpasst, dass jetzt tatsächlich endlich ein Freightliner gekommen ist. Es ist zwar nicht der hübscheste Freightliner, weil es ist der neue Freightliner, aber hey, who cares? Wir haben jetzt endlich alle Truckmarken, aber umso schlimmer finde ich es eigentlich gerade. Bin ein bisschen angepisst, dass ich das halt dann auch noch komplett verpasst habe, diesen Moment, den ich halt so lange ersehnt habe, dass es endlich die ganzen Truckmarken gibt. Naja. Müssen wir jetzt alles noch mal irgendwie nachholen und dann wäre auch noch ein dringendes Anliegen von mir irgendwie da natürlich dann mal wieder zu spielen, um dann eben sich auch den neuen Freightliner anzuschauen, so wie halt eben Colorado. Und dann kommt jetzt bald auch schon Wyoming.
wobei mich halt Colorado und Wyoming jetzt auch nicht so krass interessieren. Ich freue mich eher drauf, wenn es dann weitergeht Richtung Osten. Also den Staat nach Wyoming, welcher auch immer dann da kommt, ob es Montana ist oder noch was anderes, interessiert mich dann irgendwie wesentlich mehr. Ich finde es schon wieder ein bisschen frustrierend, dass hier keine Wildschweine mehr gibt. Part ist fast vorbei. Ich habe viel gelabert. Wir haben nicht ein einziges Wildschwein gesehen. Ja, vielleicht, weil ich so viel laber, aber dass das Spiel hier das Mikrofon ausliest, wäre mir neu. Kuckuck. Mann, ich hasse das. Warum muss das denn immer so sein? Warum finden wir nie Wildschweine? Wir haben das jetzt schon so oft versucht, diese Quest zu machen. Und wir haben noch nie Wildschweine gefunden. Rechtzeitig genug. Das frustriert mich echt voll. Es kann doch einfach nicht sein, dass die Wildschweine hier immer komplett ausgeflogen sind. Oder sie sind schon halt so stark dezimiert, dass ich die Population erstmal wieder erholen muss, weil irgendwelche Idioten hier die ganzen Wildschweine mir weggejagt haben. Irgend so eine Arschlöcher hier. Ich sag's euch. Bestimmt irgendwelche von diesen Typen, die uns halt immer dann angreifen. Irgendwelche von den Arschlöchern haben uns die ganzen Wildschweine der Nase weggeschossen. Es bringt halt eigentlich überhaupt nichts, weil wenn ich jetzt dieses eine Wildschwein erschieße, finde ich danach sowieso niemals wieder ein zweites. Weit drüber hinaus, sehr weit. Und ich glaube, das Ding, da ist noch nicht mal das Wildschwein, sondern nur ein Baumstumpf, ne? Probier's gerade mal. Ja, Baumstumpf. Juhu. Wo ist das Wildschwein hin? Wo ist das Wildschwein hin? Das war doch hier. Oh, Hund, du gehst mir auf den Keks. Ich muss ihn wahrscheinlich auch gleich erstmal wieder bitten, sich hier hinzupflanzen, damit er uns nicht im Weg rumsteht. Warte hier auf mich. Bleib. So, Köter, ich gehe kurz ein paar Wildschweine jagen und dann komme ich auch wieder. Kannst du machen, was du willst. Dann kannst du auch laut sein und rumlaufen und was nicht alles. Aber momentan muss ich dich mal kurz loswerden. Denn der vertreibt er mir wirklich jedes Wildschwein und jedes andere Tier. Als Jagdhund ist er nicht so gut geeignet, weil er halt eben den Tier noch nicht hinterherjagt oder so, sondern er verscheucht sie einfach nur. Das ist äußerst unpraktisch. Ein Hase! Hey! Der hätte voll reingehen müssen, Mann! Was bist du mir denn hier für einer, Kumpel? Hoppa! Also diese Hasen, ne? Die machen mich auch fertig. Die können mich, die schaffen es echt, mich hier zu verarschen wie sonst was. Die haben zu viel Peter Hase gesehen. Oder gelesen. Ich bin mir sicher, Peter Hase ist auch eine dieser Verfilmungen, die auch wahrscheinlich mal wieder nur ich mag.
Entsprechend weiche ich hier dann eben auf das Buch aus. Oder die Bücher, es gibt glaube ich mehrere, ne? Ich weiß es nicht genau. Na gut. Traurigerweise bleibt mir schon wieder nichts anderes übrig, als euch gleich zu sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vorher möchte ich kurz noch meinen Hund wiederfinden. Das wäre noch so ein kleines Anliegen von mir. Aber ansonsten... Ich weiß noch nicht ganz, ob ich mir diesen Wunsch erfüllen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich den Hund jemals wiederfinde. Doch. Denn zum Glück kläfft er lautstark. Das freut mich. Komm, sag, wo bist du? Hab dich doch gehört. Banditlager? Einfach nur ein interessanter Ort mal wieder. Oh komm, ich höre ihn hecheln. Ich habe den gerade hecheln gehört. Ich finde bloß den Hund nicht. Stehe ich wieder? Ja, ich stehe wieder. Jumpen. Ich kann nicht springen, wenn ich überladen bin. Das ist blöd. Und eine höhere Position. Ja, ich nehme mir Pebbles. Mit Pebbles habe ich eine höhere Position und dann kann ich auch den Hund wiederfinden. Ich muss halt sagen, der Hund macht zwar ganz gut Geräusche, aber so ein Pferd findet man dann doch schneller wieder als ein Hund. Tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Übersieht man halt wirklich nicht so leicht so ein Pferd. Der Hund dagegen, den wir haben, der ist relativ unsichtbar, finde ich. Tatsächlich. Also insofern... Darin dann wieder ist er gut, im optisch nicht auffallen ist der Hund sehr gut, aber lautstärkemäßig hat er so ein kleines Problem damit. Ach, da ist er auch auf der Karte, ich Idiot. Guck mal, ich mache hier Hardcore-RP, total grundlos. Eins. Ein Wildschwein. Cool. Das ist ja der Hammer. Oh, oder ich krieg so viel Wildschwein von einem Wildschwein, dass es locker reicht. Okay, dann. Komm mal schnell, ich bin hart überladen. Komm du mal schon mal her, Pebbles. Ich fütter dich mal kurz. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ein Wildschwein kriegt er aber nicht. Kriegt nur Dörrfleisch. Hier, bei Fuß. Jetzt aber. Ich bin zu überladen, um aufzusitzen. Ich heule gleich. Kann ich das bitte in die Satteltasche tun? Es geht alles in die Satteltasche rein. No way. Okay. Dann. Jetzt aber flott. Ach, da geht schon wieder was.
ganz, 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 ganz flott ganz darunter zum Alex, bevor das alles verdorben ist. Ach, das wird ein richtiger Spaß. Okay, gleich mal schnell gucken, wo... Ach, ich bin besoffen, echt. Wie konnte ich auf so eine bescheuerte Idee kommen, ey? Warum bin ich so dumm? Warum jag ich hier oben Wildschweine und die da unten runter? Okay, das ist, die halten vielleicht einen Tag oder so, hält das Fleisch. Wir müssen halt jetzt echt... Wir müssen halt heute noch da ankommen. An sich ist es ja nicht so kritisch. Also, so schlimm ist es hier ja auch nicht. Bei Kingdom Come Deliverance ist es ja jetzt nicht so, dass die, dass wir jetzt Tage brauchen, um über die Map zu reisen, aber einen Tag schon. Und innerhalb dieses Tages halt müssen wir es halt irgendwie noch schaffen, da anzukommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, ei. Ich mag diese Stelle immer nicht. Ich hoffe, der Hund stürzt auch nicht ab. Ja. Und dann gab es eine Stelle, wo ich auch gerne mal wieder längs reiten wollte. Kann ich euch nachher mal zeigen, nämlich da hier bei dem einen Soldatencamp, da wollte ich auch gerne mal wieder längs. Da waren wir lange nicht mehr, habe ich letztens gesehen in einem alten Video von der Beta noch. Und dachte mir so, ach, wäre auch mal wieder was. Diese ganzen schönen Orte, die man halt in der Beta damals immer so oft bereist hat. Da hat man ja manchmal dann mal wieder Lust, da hin zurückzukehren. Mich nervt das hier immer bei Thalberg, dass man hier immer einmal ganz rumreiten muss und dann da irgendwie über das Bächlein, um hier wegzukommen. Ja. Oh, wir sind schon bei 46 Minuten. Na gut, dann würde ich sagen, würde ich diesmal sogar hier tatsächlich einen Cut setzen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich in Rathai ankomme. Bis dann.